Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grow Home. Wir haben in der letzten Folge wieder sehr, sehr viele Kristalle eingesammelt und wie man hier gerade unschwer erkennen kann, beziehungsweise jetzt immer wieder schwieriger, sind da noch drei Kristalle zu sehen oben. Na gut, wenn ihr das aber auf dem Handy schaut, dann seht ihr die wahrscheinlich nicht. Darüber denke ich immer nicht nach, dass ja Leute das auch sehr wahrscheinlich auf einem kleineren Monitor oder auf einem kleineren Bildschirm sehen werden. Aber da sehe ich auf jeden Fall noch zwei. Und die müssen wir uns dementsprechend holen. Jetzt sehe ich die nämlich schon wieder schwieriger. Aber da sehe ich noch einen. Boah, da gibt es so viele. Aber da hinten in der Ecke waren wir noch nicht mal. Das heißt, ist auch kein Wunder, dass ich den noch nicht kenne. Bevor wir jetzt irgendwas machen, gehe ich jetzt erstmal ganz kurz zum Teleporter. Denn ich werde diesen Weg nicht nochmal manuell hochgehen. Wir haben ja schließlich den Luxus, dass wir uns teleportieren können, ne? Das ist doch ein guter Luxus. Okay, ich will jetzt einfach mal ganz kurz, experimentell wie ich bin, kurz erstmal den Berg hier hochklettern, weil ich glaube, hier oben auf dem Berg ist bestimmt auch einer. Ist das eigentlich die letzte Insel hier, die wirklich groß ist? Muss gleich mal in den Himmel schauen. Ja, tatsächlich. Guck mal, da oben ist schon unser Schiff. Okay, ja, das ergibt dann Sinn, warum wir so viele schon eingesammelt haben. Wir sind jetzt bei 61, dann warten noch 39 auf uns. Und hoffentlich nur noch in diesem Gebiet und nicht mehr irgendwo anders. So, und die Richtung soll es noch reingeben? Zumindest sollte es das. In die Richtung, oder? Ja. Schlägt immer mehr aus. Und in welche Richtung geht es jetzt? Hier runter? Ach, guck mal, da ist er doch. Direkt am Wasserfall. Bisschen riskant, aber sollte kein Problem sein. Einfach mal ganz... Oh nein. Nein, nein, nein. Schluck nicht zu viel Wasser, Bart. Oh, komm schon. Wir können uns natürlich nicht festhalten, wo der Wasserfall ist. Das ist ein bisschen rutschig. Alles klar, haben wir das doch auch. Oh Gott. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich wusste nicht, was sie machen. Huiuiui. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, steuerungstechnisch habe ich mich echt gut dran gewöhnt inzwischen. Also ich meine, klar, wir sind jetzt auch in der letzten Folge ein paar Mal runtergefallen. Das war natürlich ein bisschen schlusselig. Aber an sich bin ich, denke ich, ganz gut vertraut inzwischen. Und ich will mir wirklich nicht vorstellen, wie schlimm die Steuerung wäre, wenn man das mit Tastatur spielen würde. Controller ist das nämlich ziemlich entspannt eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist da oben erst einer? Weil ich sehe da hinten auf jeden Fall schon einen. Keine Sorge, den habe ich gesehen. Ja, ein Wunder, dass der nicht auf dem Baum ist. So. Ne, hier entferne ich mich nur. Trotzdem können wir uns hier einen schönen Überblick auf die Insel machen. Dann schauen wir mal. Also wie gesagt, da hinten ist einer. Den habe ich durchaus gesehen. Wie wir da hinkommen, ist eine andere Frage. Achso, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich vergesse halt einfach nur manchmal, dass ich hier ein Jetpack habe. Boah, das gefällt mir gar nicht. Was soll denn das? Komm schon, nimm mit! Egal, nicht ertrinken. Oh, puh, das war so knapp, ne? Lande ich trotzdem im Wasser? Nee, doch nicht. Okay, das war aber, glaube ich, nicht der, auf den ich hingewiesen wurde. Der hinten ist der, auf den ich hingewiesen wurde. Per Scan. Hier ist nämlich noch eine Höhle. Diesmal ohne Bulle. Ich würde trotzdem immer noch gerne wissen, was der Bulle da unten in der Höhle macht. Also es könnte tatsächlich dieselbe Höhle sein, theoretisch. Glaube ich aber nicht. Jo, wer ist er denn? Wie süß! Glaubst du an Geisterbad? Ich offensichtlich nicht. Oh, Hallöchen! Na, du Wurm? Den will ich einscannen. Den nehmen wir mit. Das ist mein neuer Kumpel. Der ist voll cool. Der sieht voll süß aus. Erinnert mich an diese... Oh, wie hießen die? Es gab damals so eine Würmer an der Schnur. Mit denen man so Tricks machen konnte. So sieht der ein bisschen aus. Oh Gott. Nein. Kumpel, ich lasse dich nicht im Stich. Anscheinend schon. Ist doch bestimmt derselbe hier, ne? Bestimmt nicht ein anderer.
Ich muss nämlich gucken, dass ich da irgendwo hochkomme. Hä, ich kann die nicht... Kann ich die nicht mit einem Arm greifen? Oder was? Nee, ich lass sie mal direkt los. Oh nein! Nicht ins Wasser mit dir! Nein! Ich ertränke die beiden aus Versehen. Alter. Ey, ich weiß, den Kristall hätte man sich mitnehmen können da eben gerade, aber das ist mir egal. Hauptsache, wir konnten einen Wurm retten. Das ist alles, was ich wollte in meinem Leben. Okay, wir nehmen jetzt einfach die sichere Route außenrum. Denn ich möchte meinen kleinen Freund dem Teleporter vorstellen. Das ist nämlich echt süß. Und Entschuldigung, dass ich deinen anderen Kumpel da ans Wasser fallen gelassen habe. Der ist wahrscheinlich gerade am Ertrinken. Aber nee, die haben bestimmt auch Kiemen. Die sind richtig krass, diese Tiere. Ob es dafür überhaupt einen Eintrag gibt, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil ich habe den bisher noch nicht gesehen dann. Konnten wir überhaupt schon irgendwelche Tiere einscannen? Hab halt noch nie einen Sinn gebracht, ne? Ich mag übrigens die Geräusche, die das Ding macht. Und da hat mal wieder ein Schaf Selbstmord begangen. Na toll. Das wollen wir eigentlich nicht. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den da hochbekommen. Ja, sehr gut. Komm schon. Ja, wir sind fast da. Keine Sorge, Kleiner. Stell dich nur meinem Teleporter vor. Tatsächlich, der kann Informationen darüber herausfinden. Neues Objekt gescannt. Datenbank ansehen. Oh, sehr cool. Wir sollten eh mal ein bisschen mehr in die Datenbank investieren. Da unten ist er. Tatsächlich das letzte Tier in der... Oh, wie soll man dann... Warte mal, ist das der Bulle? Wie zur Hölle soll man den hier hochbekommen? Grubelig. Das muss die Larvenform von etwas sein. Ugh, es windet sich. Ich finde das süß. Hey, lass meinen kleinen Wurm in Ruhe, okay? Ich finde den süß. Ist mir egal, was ihr sagt. Okay, jetzt wo wir schon mal dabei sind, können wir auch mal gucken, ob wir mal noch ein paar andere Sachen einscannen. Ich möchte natürlich nicht nur Kristalle finden, sondern auch mal ein bisschen was dazulernen. Zum Beispiel so eine Pflanze hier mal mitnehmen, wäre auch ganz cool. Was schwieriger ist als erwartet. Komm schon! Kann man die überhaupt mitnehmen? Was, wenn ich einen Stein gegenwerfe? Nee, da tut sich nichts. Also bei manchen Sachen bin ich echt am Überlegen, wie man die überhaupt einscannen soll. Komm schon! Her damit! Ich brauch das! Dann nicht. Sorry. Bin jemand, der gibt wohl eher ein bisschen schneller auf. Hier wird wieder ein Kristall markiert. Eben. Okay, wir kommen dem Ganzen näher. Noch näher. Noch näher. Noch näher. Okay, wo ist der denn jetzt schon wieder? Schon mal nicht der da oben, der ist ein bisschen weit weg. Wahrscheinlich wieder unter der Map, ne? Ja, da ist er. Dann war das dem wir das letzte Mal gefunden haben, war dann doch nicht der, den ich gesehen habe. Das war irgendein anderer schon wieder. Mann, ey, die sind hier aber auch versteckt. Komm schon, nimm den. Ich will nicht runterfallen. Sehe ich von hier aus schon mal einen. Sieht danach nicht aus. Also ich weiß auch, wie gesagt, ich weiß, dass... Oh, jetzt wird es auch dunkel, das ist gut. Da sehe ich dann Kristalle besser. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Wollen wir... Ist natürlich die Frage, will ich mich jetzt quälen und bis da hinten durchklettern oder gehe ich dann lieber einen anderen Weg? Wir können uns an sich auch quälen. Ich habe auch noch eine Blüte dabei. Ja gut, das hat sich dann erledigt. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es bis da hinten sogar. Es hängt ja ein bisschen runter. Oh, wenn wir doch nur so fliegen könnten wie ein Schmetterling. Pass auf, anderer Plan. Wir nehmen dieses Blatt hier und katapultieren uns dorthin. Ich weiß, das letzte Mal hat das auch nicht gut geklappt, ne? Aber wir versuchen es einfach nochmal. Wir hatten ja letztes Mal ein anderes Blatt. Guck mal, da oben ist auch noch ein Kristall. Immer schön merken. Guck mal, ist doch nicht mehr weit von hier.
Oh, knapp. So, und hier sollte er schon sein an dem Stein, oder? Da sollte der schon sein. Ich finde es immer noch interessant, wie kurz die Nächte in diesem Spiel sind. Die nicht eben erst angefangen? Warum stimmt diese Wolke so sehr auf uns zu? Seht ihr das? Die kommt gefährlich nah. Okay, ich glaube tatsächlich, das war jetzt der letzte, den man von unten holen musste. Hoffentlich. Mal schauen. Wir werden jetzt einfach mal an der Felswand hier hochklettern, wenn uns das erlaubt wird. Und dann holen wir uns den da hinten noch. Da habe ich auch noch einen gesehen. Festhalten. Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen in die Datenbank eintragen. Das machen wir natürlich auch noch. Keine Sorge. Nicht, dass ich noch aus Versehen 100% Run mache. Nee, geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Bullen da rausbekommen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man den überhaupt transportieren soll. Hat das jemals jemand geschafft? Würde mich ja mal interessieren, wie man das machen kann. Muss man dafür irgendwie eine Larve darunter bringen und die, keine Ahnung, die dann verfüttern? Oh, guck mal, da ist noch einer. Wie habe ich den denn nicht gesehen da drüben? Wahrscheinlich zu fokussiert auf den Wasserfall gewesen, ne? Die sind hier teilweise echt offen verteilt auch, ne? Muss man ja mal zugeben. Ich möchte auf jeden Fall gleich auch nochmal so eine Blüte wieder mitnehmen. So. Übrigens, kurzes Lob an das Jetpack. Ich glaube, ohne das wäre das, glaube ich, unspielbar. 67 übrigens. Damit lässt sich nämlich so viel anstellen. Okay. Und irgendwo in diesen Löchern war jetzt auch noch ein Kristall. Das wird ja unser Scanner uns dann hoffentlich sagen, wenn wir da sind. Nah dran, okay. Ich glaube, das hier ist es. Dieser Spalt. Ja. Und irgendwo da an so einer Plattform war das. Ich schau mal, ob wir den schon mal so sehen können. Da hinten holen wir uns den erstmal. Da hinten ist ja auch noch einer. Oh, komm, festhalten. Holen wir mit. Sehr gut, okay. Und wie gesagt, darunter war jetzt noch einer, ne? Das Spiel werden wir hier ein bisschen auf den Arm nehmen. Oh, warte, das ist so ein Gleiter. Will ich den mitnehmen? Wie gesagt, ich mag den nicht allzu sehr. Aber wir können ja einfach einen mitnehmen, weil warum nicht? Ja, damit! War das gerade ein Röpser? Also entschuldige dich mal. Keine Manieren, der Junge. Ich glaube tatsächlich, man sieht den nicht von hier oben. Wir werden mal in der Mitte hier runterklettern und dann mal schauen, wo der sich befinden könnte. Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Oder? Nö. War nur der Himmel. Also Geräusch kommt aus der Richtung. Wo war der denn? Der ist also doch eher in irgendeinem Loch, ne? Anstatt an so einer Insel. Oder irre ich mich da jetzt komplett? Ja, da ist er doch. Guck mal. Ich weiß zwar nicht, ob der das ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark von aus. Ja, damit. Haben wir den nächsten. Aber mein Radar ist immer noch am Radaren. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass hier trotzdem noch einer ist, ne? Ich wollte gerade sagen, werden wir nie herausfinden, aber geschickt manövriert. Sehe ich den schon von hier? Nee. Schauen wir uns mal um. Ich werde einfach mal vom Radar jetzt ausgehen und von den Klängen der Kristalle. Gerade entfernen wir uns, das heißt, ich sollte wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Nein, 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 komm! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, toll, das ist schön, dass ich es gut mache, aber ich komme hier nirgendwo ran gerade. Komm schon, nein, nein, nein! Das hätte mich retten können, hätte ich noch ein bisschen... Ah, wäre ich doch noch ein bisschen weiter geglitten. Ne, wäre ich... Hätte ich den Gleiter noch ein bisschen länger benutzt, dann hätte mir das was gebracht. Aber wir können uns noch retten, glaube ich.
Nee. Ich bin immer zu gierig. Ich will mal noch das Jetpack für eine kurze Zeit nutzen. Ich glaube, man sollte das vielleicht auch so verwenden, dass man ab und zu mal so ein bisschen Anschub vom Jetpack nimmt. Na gut, das bringt nichts. Ich kann mich jetzt ja nochmal umschauen, wo der war. Nirgendwo? Doch da! Oh, hinten an irgendeiner letzten Insel. Das heißt, ich bin in eine ganz andere Richtung. Das ist interessant. Aber das Gute ist, jetzt wo wir gerade mal runterfallen, ist das, glaube ich, der letzte, den ich noch erkennen kann. Uiuiui. Oh, gut. Dann holen wir noch den. Und dann haben wir wenigstens alle da drunter schon mal. Ey, hey, Womi, was geht? Ich mag den ja, ne? Mein kleiner... Aber wo sind seine Pupillen? Er ist blind geworden. Nein! Ich wusste nicht, dass wir so viel Strahlung haben da drin. Was ist das für ein Loch da hinten eigentlich? Wir nehmen uns jetzt mal wieder so eine normale Blüte mit. Die gefallen mir besser. Mit denen kann ich aber mehr anfangen. Ich überlege gerade, ob man diese Teile vielleicht abbauen kann, indem man da oben anfasst. Ich glaube nicht. Was ist das hier? Schießt uns das hoch? Oh, das ist, glaube ich, wirklich ein Geysir, oder? Da können wir uns so ein Teil mitnehmen. Hm. Sieht ein bisschen aus wie eine Drachenfrucht. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Oh! Okay. Ich habe durchaus eine Ahnung, was uns das bringen soll jetzt. Okay, cool. Na, dann gleiten wir da jetzt einfach mal ganz entspannt hin. Also sobald, solange die Blume uns das noch zulässt. Aber wir werden irgendwo schon sicher aufkommen. Und es war jetzt irgendwo eine hintere Insel, auf jeden Fall. Hm, ist ja fies. Ich bin direkt in die andere Richtung gelaufen. Beziehungsweise geklettert. Ich glaube, einer der oh Gott. Ich glaube, einer der hier... Oh Gott, nein, komm. Uiuiui. Ah ja, ich vergesse ja immer noch, dass wir die Funktion haben, dass ich rauszoomen kann. Ich bin aber auch ein Vollidiot, ne? Statt die einfach mal zu nutzen. Wozu haben wir die? Ich glaube tatsächlich einer der da hinten, oder? Zoom mal so weit raus, wie es geht. Also hier drunter ist absolut gar nichts. Das war auch schlecht zu sehen, glaube ich. Hm. Ja, okay. Wir gehen mal nach da hinten. In der Hoffnung, ein bisschen besser was zu finden. Ah, guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. Sehr gut. Okay, schön. Haben wir den doch auch. Und der bewegt sich. Natürlich muss er sich bewegen. Natürlich. Es gibt ja auch keine andere Wahl, ne? Ah, wir haben ihn. So schwer war es nicht. Solange der nicht runterfällt, ne? Ich hoffe, der fällt auch nicht nochmal runter. So. Hier überall wird mir nichts angezeigt auf dem Radar. Das heißt, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt alle unter der Insel klebenden Kristalle letztendlich eingesammelt. Hier war noch einer auf dem Wasser, weiß ich. Da vorne ist er. Jetzt erstmal noch so eine Blüte. Aber krass, ne? Wir haben eigentlich schon echt einen Großteil damit abgeschlossen. An Kristallen. Oh, guck mal, da ist die Raupe noch. Womi ist gerade aus dem Wasser gesprungen. Das heißt, die können sich definitiv befreien. Ich hab die da drin nicht getrappt oder so. So, und ich wette, da oben auf der Insel ist auch noch ein Kristall. Hm, gehen wir da mal hoch. Ich muss da nicht mal wirklich hochklettern. Aber hier ist gar nichts, hä? Hier ist nur so ein doofes Gleitblatt. Lass mal stecken. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir eigentlich von hier aus weiter jetzt? Ich würde natürlich nochmal die ganze Insel wahrscheinlich nochmal ein Stück weit umrunden. Und dann zu sehen, ob da nochmal irgendwo ein Kristall zu finden ist. Wie gesagt, ich würde sonst auch nochmal die Datenbank ein bisschen... aufbessern. Ist hier irgendwo ein Schaf, was hier rumläuft, was sich ausnahmsweise mal nicht in den Tod stürzt? Weil hier war die ganze Zeit eins. Guck mal, hier ist auch noch ein Kristall irgendwo. Sag mir nicht, der ist schon wieder unterirdisch. Ah, scheint nicht so zu sein. Der ist weiter oben. Bestimmt hier irgendwo.
bestimmt hier irgendwo zwischen, oder? Nee, nicht. Eher in die Richtung. Hä? Mist, der ist, glaube ich, doch unter uns. Nein! Ich möchte nicht mehr klettern. Der muss hier auch unter uns sein. Ah, dann wäre der doch viel, viel weiter weg, oder? Ja, nee, der wäre dann doch viel weiter weg. Hm. Ist der doch über uns? Nö. Ja, komische Lage hier gerade. Weiß nicht ganz, wo der sein soll. Wenn wir die Richtung gehen... Ja, der muss eigentlich unter uns sein. Da gibt's gar keinen anderen Weg. Na gut, dann schauen wir uns auf jeden Fall da mal um. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich werde auch gerne nochmal versuchen, ein bisschen was in die Datenbank einzutragen. Da schaue ich vielleicht gleich einfach mal, was es da noch so zu finden gibt. Denn leider Schafe und so sind hier leider gerade einfach nicht aufzufinden. Also muss ich mal schauen, ja, ob es hier noch was anderes gibt. Ansonsten lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Noch einen wunderschönen, kletterreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Jetzt habe ich schon wieder den Hänger drin mit zweimal Bewertung sagen. Aber ja, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.